Hi, hier ist Toni von Game of Lures. Willkommen zurück zur 12 und damit Halbzeit im Pro-Adventskalender von MyFishingBox. Und ich muss wirklich sagen, bis auf so ein bisschen Minimalgemeckere bei dem Fluo, ich glaube hier in der 7 war das, habe ich bis jetzt nur geile Sachen hier aus dem Kalender rausgeholt. Und ich bin wirklich krass überrascht, wie viel Liebe Basti da reingesteckt hat und wie viel Mühe er sich gegeben hat. Und wir reden jetzt mal über das Halbzeittürchen und... Sehr gut. Part 2 für das japanische Rig von Ryogi. Also, japanisches Rig für alle Fälle Part 2. Wir hatten ja schon mal Part 1 mit verschiedensten Kleinigkeiten, die uns da erwartet haben. Wow. Womit fangen wir denn mal an? Okay, wir fangen an mit Splitringen. Die habt ihr hier, Größe 0. Tragkraft muss ich gleich nochmal gucken. Ich glaube 12 Lips, wenn ich das jetzt so spiegelverkehrt richtig sehe. Und dann haben wir noch ein bisschen was von Ryogi, und zwar einen weiteren Satz Haken in der Größe 2. Deutlich kleiner, finde ich aber sehr gut. Also kann man auch mal zum Beispiel für einen Dropshot benutzen oder für ein anderes Finesse-Rig. Das ist der Fog Shot Tough Condition Special. Wie gesagt, in der Größe 2. Sehr cooler Haken. Freut mich. Und dann haben wir noch ein paar Three-Rig-Gewichte von Ryogi, eine Viertelunze oder 7 Gramm. Und zwar ein paar Downshot-Sinker, so nennen sie das jetzt hier. Ich bezeichne sie einfach mal als Three-Rig-Gewichte, weil sie einfach Stäbchen haben und dann oben diese Öse und frei auf der Schnur laufen können, auf dem Vorfachmaterial. Und ja, krass. Das ist bestimmt wieder so ein Türchen, was hier fast 20 Euro kostet. Man mag das kaum glauben, aber solche... Sachen sind echt recht kostspielig. Man mag das kaum glauben, aber Qualität hat halt einfach seinen Preis. Und das ist halt F-Eco gelabelt und ich vermute auch mal, dass es bleifrei ist. Steht hier gar nicht drauf. Nee, High Performance Sinker Series. Doch, Tungsten Material. Also, bleifrei. Richtig gute scharfe Haken und ein paar vernünftige Splitringe. Ah, mal gucken. Part 2 vom japanischen Rig für alle Fälle. Schick, gefällt mir sehr gut. Jetzt interessiert mich eure Meinung dazu, zur zweiten Tür für dieses japanische Rig. Und also wie gesagt, ich vermute wirklich fast, dass dieses Türchen alleine knapp 20 Euro kosten wird. Werde ich mal checken bei Lunatic und dann gucken, ob ich da richtig liege. Aber wenn ihr selber mal gucken wollt, checkt mal lunatic.de aus. Da gibt es diese Sachen alle zu kaufen. Ich denke, wir landen hier bei irgendwas zwischen 17 und 20 Euro. Bin ich relativ sicher. Gut, das war Türchen Nummer 12. Halbzeit, Bombe. Es geht genauso weiter. Also das Level ist richtig hoch und es ist richtig gut. Ich bin hart begeistert, muss ich sagen. Und ich freue mich schon auf Türchen 13 morgen. Ihr bestimmt auch. Dann sehen wir uns morgen früh wieder. Bis dahin, euer Toni.